So, hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge, ersten neuen Marco-Penis-Folge. Ja, zu einem neuen Let's Play, nennt man sowas, aber ist nicht so wichtig. Ja, und zwar spielen wir Space Engineers. Das gab's vergangenes Wochenende zum Ausprobieren auf Steam. Und wir fanden es dann so gut, dass wir es uns dann gekauft haben. Und ein Spiel leckt. Na egal. Das Spiel ist auf jeden Fall richtig nice. Ja, das macht so richtig Spaß. Das ist Fun. So ein bisschen wie Garry's Mod im Weltall mit, du kannst alles bauen, was du willst. Es gibt Minecraft. Keine Grenzen. Ja. So das teilweise. Ist einfach nur saugeil. Und ja, ne? Was soll man mehr dazu sagen? Also ich fange mal an zu farmen, ne? Weil wir haben ja schon mal so eine Proberunde gespielt, damit ja. Man so ein bisschen Einblick hat eben beim Probe probieren, weißt du? Gottes Deutsch. Gottes Deutsch und so. Gottes Deutsch. So, und wir haben einen Plan. Wir haben uns vorher einen Plan gemacht, was wir bei dem Spiel machen wollen. Ja, sowas was geben. Wir zwei Deppen haben einen Plan. Und zwar wollen wir das rote Schiff hier, diesen Vogel, zusammen mit dem blauen Schiff da verbinden. Das ich jetzt übrigens gerade hole, weil es mir eingefallen ist. Und dann einen riesigen irgendwas draus machen. So eine Art Todesstern. So nein, Todesstern, ich will keine Fliege. Ja, nein, es muss keine Kugel werden, aber halt so ein riesiges Teil einfach, wo wir... Sternzerstörer, oder wie die Viecher hießen da. Bei Star Wars, ich weiß nicht mal, wie die hießen. Wie hieß die? Ich weiß nicht, ich hab nie wirklich Star Wars angeschaut. Also, was bist du für ein Kind? Was bist du für ein Kind? Jeder normale Mensch hat Star Wars angeschaut. Wieso hast du es dann angeschaut? Oh mein Gott. Ich weiß, der war schlecht. Ich check dir zu Weihnachten so eine DVD-Packung. Einfach so eine riesige Star Wars-Sammlung. Ja, echt. Und Lego und sonst was. Oh Gott. Alles, was mit Star Wars zu tun hat. Junge, ich schaff's nicht, in diese scheiß Luke da reinzukommen. Mann. Weil er behindert ist. Nein, es geht einfach nicht. Und jetzt bin ich auf dem Kopf, irgendwie. Ich komm nicht rein, that's what she said. Ja, du bist so lustig, wirklich. Ich weiß. Ich weiß. Oh Gott, ist das behindert. Ja, ich weiß. Ich merk's. Und dumm gegen die Tür gerannt. Geflogen. Oh, ich hasse das, wenn diesen scheiß Raumschiff noch keine Schwerkraft an ist. Tja. Da würde ich sie mal anmachen. Wo sind wir denn? Unten. Ich komm mal zu dir nicht. Ja, fahr das so ein bisschen daneben, Liste. Ja, ich werd's schon nicht reinfahren, also. hast du das weggefahren von der Plattform? Ja. Würde ich nicht machen. Aber mach keinen Scheiß, das Schiff bremst nicht so schnell. Oh, das bremst verdammt schnell. Ja, aber du darfst nicht rückwärts fahren, weil dann gehen die Trägheitsdämpfer nicht an. Ja, rückwärts. Wer fährt denn schon rückwärts? wo soll ich hinparken? Dahinter, davor, da drüber, da drunter? Lass es einfach mal stehen jetzt so davor. Ja, okay, ich flieg so über dich. Pass auf! Ja, Junge, ich bin... Boah, Junge, von hier ist der... Das sieht... Oh, jo. Alter! Tod. Nein, fahr zurück! Hast schon, schön nicht. Junge. Nicht Y, ich drück immer Y. Statt X. Oh Junge, dieses Ding regt mich auf, dieser riesen... Ist da schon was kaputt gegangen? Nein, warum sollte da was kaputt gehen? Weil du mit dem Glas schon hier das Schiff halb gerammt hast. Echt jetzt? Ja, schau doch mal her! Jetpack! Krieg doch du Penner. Oh, hab ich echt? What the fuck? Ja, schau mal, wie knapp. Deswegen sag ich ja, das unterschätzt man leicht. Das sieht halt gar nicht so aus, wenn du das Ding fliegst. Ja, wow. Eben. Du hast das Ding Nein. schon halb gerammt. Gar nicht, die mögen sich nur. Oh Mann. Man muss ja nicht gleich lügen, ne? Marco, jetzt tu doch mal. Wie gesagt, ich farme und du machst das Technische, hab ich gehört. Ja. Weil da während du farmst, so weil ich ja so lange nichts machen kann. Flieg dir einfach hinterher. Oder ich flieg dir nicht hinterher, ich mach einfach, was ich will. Du kannst schon mal. Ich habe erstmal Waffen in die Werkzeugleiste gezogen. Auf V war die Außenansicht, verdammt. Ja. Soll ich vielleicht den Asteroiden zerbohren? Braucht ja eh keiner. Nein, ich würde erstmal nicht den nehmen, weil. Ich bin schon drin. Zu spät. Ich bin schon drin, that's what she said. Oh Gott, die Schnauze. Das ist ja schlimm mit dir. Ja. Ah. Kenn ich. Ich hab schon ganze 0 Tonnen von nichts. Effektiv.
Du bist richtig toll, Marco. Vergiss nicht, mach's mit Rechtsklick, ja? Ich mach's schon mit Rechtsklick. Ich fick hier gerade den halben Asteroiden. Ah, ja, ja, ja. That's what she said. Du mit oh, dem Mann. What she said. Fuck. Das ist genauso wie du früher Nobody Knows. So sag ich jetzt, that's what she said. Nobody knows. Yes, yes, yes. Ich weiß nicht, ob ich gerade. Warte mal. Ich wette, wenn ich jetzt Raketen abfeuer, spreng ich mich wieder in die Luft. Oh, Junge, ich hab. Gott, die Reaktoren brauchen wir auch. Ich hab richtig viel einfach unnötigen Stein, anstatt irgendwas zu haben, habe ich Stein. Kann es sein, dass er mit Rechtsklick einfach nur das Zeug wegmacht und du mit Linksklick nur das Zeug abbaust? Okay, wenn du sagst. Mit Rechtsklick ist einfach heftiger. Okay. Oh. Jetzt hab ich. Geh mal weg, Alter, ich mach dich noch kaputt. Ja, ich wollte gerade sagen. Was machst du eigentlich hier drin? Dich besuchen. Ich merk. Auf deinem Landurlaub. Geht's denn hier raus? Au, nirgends. Au. Au. Ah, oh, ich bin draußen. Was? Ich bin draußen. Alter, wie halt einfach so ein Minentransport schon fast bei uns in der Nähe ist. Flieg ja, mal zu dem hin. Nein, lass es. Am Schluss ist irgendwie irgendjemand wieder tot und lass uns. Nein, schrotte nicht unser Schiff. Hör auf, dahin zu fliegen. Ich will die doch nur beobachten. Letzte Mal stand verkackt. Ja, da habe ich auch Raketen abgefeuert und dann bin ich draufgegangen. Ah, jetzt habe ich schon mal Eisen und Silizium und Stein. Oh fuck, ich wette, die schießen schon auf mich. Geht jetzt zum Bergbau, Lee. Kann ich leider keins. Ich hab gehört, du suchst für die nächste Folge ein Bergbaulied raus. Wirst du singen? Genau. Ja, ich such das Lied raus, aber du singst. Na super, dann kommt dann sowas richtig Behindertes. Ja, da kommt dann. Was ist daran ein Bergbaulied? Ich weiß es nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Bergbaulied und Vergewaltigung. Nee, Spaß. So schlimm ist das Lied nicht. Muss ich sagen. Also, für die Leute, die das Lied mögen, also. Wie das eine, wie der eine Vortrag von einer gewissen Person, dessen Name jetzt nicht genannt wird, weil bestimmte Gründe. Ich weiß, was du meinst, ich weiß bloß nicht mehr, wen du meinst. Ich schwör's dir, ist echt so. Ja, wenn ich jetzt einen zweiten Bildschirm hätte, dann könnte ich's dir schnell schreiben. Aber warte, ich kann's ja. Ja, nee, ich schaue aber nicht nach, das ist das Problem. Da gibt's ja so eine App. Ah, eine App. Eine die App. Heißt WhatsApp. Was ist das für ein fremdes Wort? Ich glaube, ich habe schon den halben Asteroiden zerlöchert. Ich finde den Ausweg schon gar nicht mehr. Ah doch, da ist er, ja. Ich glaube, ich gehe mal zur Undock-Station. Ja. Mann, Mann, Mann. Oh Gott, jetzt muss... Mal andocken an dem Teil. Andocken. Uiuiuiui. So. Rückwärts, vorwärts. So. Marco, ich hab dir gerade was geschrieben. Ey, ich schau's aber nicht an gerade. Doch, tust du. Nein. Warum? Kannst du nichts Produktiveres machen? Nein, weil ich Ressourcen brauch. Sag du mir, wenn ich P drücken muss, oder wie es hieß. P. Brav. Sieht man ja. Okay, schauen wir mal, was dieses Viech da unten so macht. Wir brauchen ja Stahlplatten. Du musst mir sagen, was man für dieses Ding braucht zum Andocken da. Ja, sag ich dir schon noch. Oh. Oh, erstmal Krankenstation. Sollen wir es wie gesagt hinten hin docken oder irgendwo an die Seite oder oben? Ja, so wie das Bild, was ich dir geschickt habe. Ja, ich weiß schon, ich überleg bloß gerade. Weil du könntest das Raumschiff theoretisch richtig geil hier hin. Siehst du das? Komm mal her. Komm her. Ja, Jim, wo bist du? Hier oben, über dem roten. Komm her. Also ja. Wir könnten das Hinterteil von dem blauen oder Vorderteil oder was auch immer ist, so richtig schön hier hin machen. Weil das ja diese, wie so eine Klammer hinten hat und du kannst es genau hier so hin machen, so schön, so hier so. Ja, das wird aber schwer. Wieso? Weil ich ja hier so eine Leitung, ich muss jetzt erstmal, ich tue jetzt mal den ganzen Scheiß aus meiner Leiste hier unten raus. So, jetzt brauche ich diese Leitungen, welche sind es? Sind es die?
Das musst du wissen, das war. Ja, das waren die da. Was bringt eigentlich diese Antenne? Förderleitung und gebogene Förderleitung. So. Was brauchen wir? Oha. Panzerglas, Oha. Motor, ein kleines Stahlrohr, eine Herstellungskomponente und Stahlplatten. Und zum alles in der Welt ein Panzerglas. Weiß ich nicht. Ja, weil die so durchsichtig ist. Aha, ist sie da? Das ist sie, vertrau mir. Ach, die Leitung. Jetzt. Ach, du meinst das Ding, das andockt. So, folgender Plan, wenn man sich nämlich hier irgendwo, wo war das? Wenn man sich da reinbohrt. Wo bist du? Ich glaube, hier ist das. Wo bist du? Ach, da hinten, okay. Ich bin gerade beim Miner. Das. Warte, ich muss mir das Bild jetzt nochmal anschauen. Ich hätte da nochmal eins machen sollen, wo ich näher dran bin. Scheiß drauf. Theoretisch. Wie? Wer ist es denn? Oh, ja, wo habt ihr nicht das Bild gemacht? Ja. Da ist es. Ich hab Silizium noch so einen Haufen, Alter. Ah, nee, hab. Ach, Mann, das ist ja hier ja, oben. Ja, das ist. Bora 2, das ist ja da drin. Ich kann schon wieder wegfliegen, fällt mir auf. Ja, du kannst immer gleich eine Sekunde später schon wieder wegfliegen. Ach, und das erzählst du mir jetzt? Ja. Ich warte und warte. Wenn du nicht fragst. Ja, ey, geht es mit dem Bohrer oder mit dem Schleifgerät, womit man abbaut? Mit der Dingensguns. Nicht Schleifgerät, sondern du weißt, was ich meine halt. Flex. Auf jeden Fall nicht den Bohrer. Okay. Es kann jetzt sein, dass jetzt alles komplett schief geht. Da bist du schuld. Ja, aber wenn jetzt wirklich alles schief gehen würde, dann würdet ihr das jetzt gar nicht sehen. Hab ich jetzt das ganze Zeug wiederbekommen? Doch, das würden sie sehen. Ich hab 25 Stahlplatten bekommen. Okay, man kriegt auf jeden Fall die Blöcke wieder raus. Ja, hab ich doch gesagt. Mein Gott. Bohr mich durch den Asteroiden. Lalalala. Das ist irgendwie schon geil, wie man sich da einfach durchbohrt. Oh, ich bin wieder oben rausgekommen. Schon richtig lustig. Es ist eine klare Kaufempfehlung des Spiels, hätte ich mal gesagt. Ja, ich muss erstmal mein Inventar wieder leer machen, weil man kann ja nur 84 Stahlplatten aufnehmen, was ein bisschen auch scheiße ist. Auch wenn es für 18 Euro leicht überteuert ist, das ist einfach doch geil. Ja, das bockt sich so hart, das ist nicht mehr normal. Wir hatten das Glück, es war noch reduziert, als wir es uns geholt haben. Auf 11 Euro, was noch geht. Ja, gibt besseres, aber passt schon. Ich glaube, ich schrott jetzt an den Bohrer, Alter. So, großer Frachtcontainer, hä? Inventar, ach da, großer Frachtcontainer. Ich tue jetzt mal in den großen Frachtcontainer einfach mal die ganzen Stahlplatten rein, oder? Mach das. Da unten haben wir noch welche, ich tue die da unten rein. Das ist auf jeden Fall gut, dass du Silizium hast, weil aus dem Silizium können wir das Panzerglas machen. Echt? Cool. Ja. Ich hätte gesagt, die Folge wird so eine halbe Stunde vielleicht, plus minus. Ich bin dafür, dass wir auch noch so ein Frachtschiff bauen, wo wir einfach, wo einfach die ganzen Sachen eingesammelt werden und dann in so riesigen Frachtcontainern. Ist ja nichts anderes wie das blaue eigentlich. Da sind auch fettig Frachtcontainer drin. Ja, aber ich meine ein kleineres. Wieso denn? Ich würde das gar nicht machen. Wo ist denn jetzt hier diese komische Leitung? Diese komische Förderleitung. Sag nicht, ich muss mir da noch so weit reinbohren. Ich will. Alter, der Asteroid ist doch schon lang nur noch. Nichts mehr. Jetzt schauen wir mal. Gebt mir alle eure Stahlplatten. Irgendwie habe ich gar nichts. Hä? Wahrscheinlich muss ich mich die ganze Zeit über schon nach unten bohren, statt. Irgendwie habe ich halt gar nichts, Alter. Muss ich das jetzt verstehen? Also wie viel Zeug habe ich denn im Inventar? 76. Hä, wieso denn 76? Ach, weil ich da schon angefangen habe. Aber da war fertig. Jetzt sind's. Nein! Oha, ich hasse das, wenn man so rausgeht, wo keine Schwerkraft mehr ist und das Jetpack nicht anhat.
Ja, doch, ich habe doch ein bisschen was. Warum machen wir das jetzt gerade nicht? Aber ich glaube, mit Linksklick ist es effektiver, das Zeug abzubauen. Da kriegst du mehr raus. Deine Mutti. Oh Gott. Ach Gott. Ich baue mich jetzt hier einfach mal nach unten. Weil ich wissen will, wann ich hier rauskomme. Aha. Verdammt. Was? Ja, nichts Schlimmes. Ich habe halt... Fuck, was war denn das für ein Block? Es war leicht... Es war ein leichter Panzerungsblock. Glaube ich. Mit Linksklick brauchst du echt viel mehr ab als mit Rechtsklick. Also nicht ihm, also halt. Ja, vielleicht ist Rechtsklick einfach, dass es ums Kaputtmachen geht und Linksklick ja, geht's ums. Glaube ich irgendwie auch. Jetzt habe ich ganz schön viel, jetzt komme ich mal zurück. So, hoffentlich geht es, weil. Also im Test hat's geklappt, aber irgendwie. Ja, im Test. Muss bloß den scheiß Ausgang finden. So. Bang. Bang. Da bohre ich mich dann einfach raus. Puh. Oh Gott, ich bin so dämlich. Ja, ich habe jetzt halt hier schon mal die ganze Röhre verlegt, ohne halt zu schweißen. Aber wie soll ich denn die hinterste schweißen, wenn ich vorne schon die Röhren habe? Alter, ich frage mich gerade, wann ich jetzt... Ah, da. Okay. So. Ah, okay. Also so, mein Freund. Das Ding müsste bald auseinanderfallen. Ich meine, ich habe... 10 Stahlplatten sollst du haben. Vier Panzerglas. Ich verbrauche jetzt schon mal die ersten Ressourcen, gell? Ja, mach das. Wie kann man nochmal siegen? Hm? Mit C. Ja, mit C. Vier Panzerglas. Hallo, ich will nur 4. Wie kann man denn da... Ah, okay, ich habe noch 3,11 K Silizium, das irgendwie nicht. So, weil der mittlere Frachtcontainer ist voll, das ist halt behindert. Ja, dann steige ich mal aus. Ach so. Hä? Ja, was ich mir vorher nicht gedacht hätte, wäre, dass, wenn du jetzt was schweißen willst, dann ist doch rechts diese Anzeige, was du brauchst. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das die Reihenfolge ist, wie man das aufbauen muss. Was bringt uns eigentlich diese Schleifmaschine da, dieses fette Teil da? Diese Schleifmaschine? Ja, das sind diese Sägen-ähnlichen Dinger da, dieses gelbe da unten. Der Plattform. Ach so, das sind, glaube ich, Ersatzteile oder so. Also will ich es jetzt echt hier an Arsch hinbauen? Ich hätte es halt da vorne gebaut und sieht's nicht so alleine. Ja, aber davor, ja, da oben sind halt keine Leitungen. Ich fänd's auch da oben geiler, aber... Ist ja wurscht. So, jetzt brauche ich 40 Herstellungskomponenten. Herstellungskomponente... Was sind das? 40 Herstellungskomponenten. Okay. Da ist immer noch voll viel Silizium drin und keiner will es haben. Weil der mittlere Flachcontainer voll ist. Also irgendwann müsste der auseinanderfallen.
und schauen wir mal. Und. Jetzt brauche ich 12 kleine Stahlrohre und 8 Motoren. Ja. Ja, zum Glück craften das die Maschinen für einen irgendwie. Ja. Weil das wäre sonst fett umständlich. 12 kleine Stahlrohre. Ist so lustig, weil ich da bohr dich irgendwo in dem Asteroiden nach unten und schon lande ich wieder in der Höhle, die vorhin gegraben hast. Ja, kenne ich. Ne, kenne ich nicht. Doch, kenne ich. Ein bisschen. Also die Steuerung geht mir schon ein bisschen. Wow. Die ist schon ein bisschen schwer. So. Hey, das ist schon wieder alles. Sie benötigen Stahlplatten, um Förderleitung zu bauen. Au. Das tat weh. Wo ist die Station? Oh. So, da. Ich dachte, du brauchst viel Panzerklasse. Ich habe so verdammt viel Silizium und hab keine Ahnung, was ich damit machen kann. Ja, ich habe auch gedacht, dass ich so voll viel brauche, aber. Doch nicht. Stahlplatten brauche ich auf jeden Fall, aber da haben wir gerade noch genug. Angedockt. Jetzt habe ich noch ein bisschen Eisen drin und alles mögliche. Ja, jetzt habe ich bloß noch Silizium drin. Wieso geht das Silizium nicht raus? Ich muss mal schauen. Das ist nämlich irgendwie scheiße. Und wir brauchen viele Herstellungskomponenten. Das kann ich dir jetzt sicher sagen. Ja, das überlasse ich mal dir. Ah! Ja, Junge! Ja, ich dachte es mir aber auch gerade so. Herstellungskomponenten. Wir haben noch 110. Wird schon geil. Ja. Herstellungskomponenten. Mir ist aufgefallen, wir hatten noch keinen Meteoritensturm. Warte, als wir das letzte Mal gespielt haben, mit dem Verluft. Wie macht man denn die Dinger? Da brauchen wir nur Eisenbahren. Okay. Also wir machen aus dem Eisenbahren auf jeden Fall Herstellungskomponenten und Stahlplatten. Mach du das. Ah, ja. Ey Junge, ich hab keine Ahnung, wie es geht. Also, schon ein bisschen. Sag mir, wenn mein Bucherlo ist. Da ist immer noch so viel Silizium drin, will ich mich verarschen? Du kannst ja aus dem Silizium schon mal Glas machen. Ja. Lass mich raten, ich soll's machen. Nein, nein, ich mach schon. Ich weiß bloß nicht. Na doch, ich weiß schon, wie es geht. Jetzt brauchen wir noch Panzerglas. Panzerglas. Dieses Business-Ship kommt immer näher. Ist mir aufgefallen? Ja, vorhin war ein Schiff 2 Kilometer entfernt. Ja, aber ich weiß. Alter. Panzerglas, wo ist denn Panzerglas? Da ist ja, Panzerglas. Yay! Ich runter. Kommt immer näher, das kommt genau auf uns zu, Alter. Kann man eigentlich Sachen anmalen?
Du musst den Block schon in der jeweiligen Farbe bauen. Ja, aber ich meine, wie geht das? Du drückst, also du wählst den Block quasi in der Leiste aus und dann drückst du P. Okay. Gott, ich bin auch so dämlich. Ich bin gekommen, um Panzerglas zu holen und hol kein Panzerglas. Ja, das ist logisch. Also, Logik. So, neuer Versuch. Panzer. Da ist immer noch Silizium drin. Vier Panzerglas. Ja, chill doch mal, das wird schon noch verarbeitet. Ja, aber ich kann nichts Neues holen, solange das da die ganze Zeit drin ist, weil das dann immer in den Bohrern schwimmt. So ist jetzt nicht die Welt, aber. Ah, nicht runterfallen. Ich tue mich da. Alter, das Business Ship ist voll nah. Ich seh's. Das ist nicht so klug. Panzerglas. Da ist Panzerglas. Hier könnt's ja mal raus. Panzerglas. Kann man sich auch Waffen für den sich selber herstellen, so für die Typen? Nägel. Es gibt welche, aber im Survival habe ich die auch noch nicht gefunden. Wäre eigentlich auch ganz lustig. Ich will jetzt wissen, ob auf diesen computergesteuerten Schiffen auch Menschen drauf sind. Ja. Deswegen fliege ich gerade mit dem Jetpack hin. Du bist doch. Nein. Denkst du, die knallen mich ab? Nein, die doch nicht. Es ist ein Business-Ship, sie sollten mich abknallen. Weil dich jedes Schiff abknallt. Schau mal, das sind noch zwei Schiffe und wie heißt das zweite Schiff? Das ist nur ein Business-Ship, Alter. Alter, sieht das geil aus. Und sie knallen mich nicht ab, die haben nicht mal eine Kanone. Bist du schon da? Ja. Läuft bei dir. Doch, sie knallen mich ab. Nein! Die haben Kanonen auf einer Seite und knallen mich ab. Als Penner, ich bring die um. Spaß. Jetzt wurscht. Ich hoffe, die kommen jetzt her. Soll ich den Arsch hier bewegen? Kann ich sie umbringen? Warte, vielleicht hat das Schiff ja noch Herstellungskomponenten geladen. Das finde ich gut. Ach, das ist noch ein Conveyor. Das ist auch noch ein Conveyor. Leute! Ich brauche einen Frachtcontainer. Aha. Geh mal hier hin. So. Interessant. Was machst du eigentlich? Munitionskasten. Okay, der hat keine. Wie geil, dass hier vorne in der Kommandoperre aussieht. Im blauen Schiff. Ich habe gehört, du willst wieder Ressourcen farmen. Ja, wenn mein Bohrer leer ist. Nee, ist irgendwie nicht, aber egal. Business Ship kommt immer näher, Alter. Eigentlich voll fair, wieso knallt die mich ab? Ich meine, das ist ein Handelsschiff. Also, wenn man es so. Die ganze Zeit muss ich hier hin und her. Wow, wow, wow.
Marco? Ja, ich, sorry, ich baue gerade hier ab, bau ab und. Da strengt man seinen Geist an, weißt du? Ja. Nee, aber ich hab gerade. Keine Ahnung. Oh. Aber wird schon geil, so ein Riesenschiff. Aber wie gesagt, das mit diesem Hangar müssten wir echt machen, der so einen ganzen Asteroiden verschluckt. Mensch, jetzt hast du es verraten. Ist zwar kaum umsetzbar und hier drin schweben schon wieder lauter Grün rum, weil mein Ding schon wieder voll ist. Ah, was brauche ich denn jetzt nochmal? Motor und. Motor. Uiuiui. Ui, ui. Und was war das andere? Motor, Motor, Motor. Was war das andere? Stahl. Wow. Wow, ein Stahlrohr. Irgendwie ist das Business-Schiff. Tatsächlich ist es weg. Echt doch. Die haben halt ihre Tarnvorrichtung aktiviert. Gibt's sowas? Ja, als Mod. Ja, als Mod. Wieso machen die nichts aus diesem perfekten Silizium? Nicht. Machen die doch, die machen Panzerglas noch draus. Ja, aber da ist noch so viel Silizium drin. Und es wird irgendwie nicht weniger. Tja, kann ich mir mal beim Bauen helfen. Ja, wenn du mir sagst, was ich machen soll. Oder versuch mal, ohne irgendeinen Schaden anzurichten, das blaue Schiff mit dem, mit vorne, an den Arsch von dem roten zu. Ich versuch's. Betonung liegt auf, ich versuch's. Ja. Ich geb den Tipp, mach's lieber doch nicht. Danke. Bester Tipp, den ich bis jetzt in meinem Leben hatte. Ah. Musste man nach unten oder nach oben, um zu steuern, nach unten. Eine Bodenklappe. So. Oh, jetzt brauche ich wieder Stahlplatten. Ich schwöre, mit so einem kleinen Inventar ist es so abnormal schwer, da irgendwie was Gescheites. Ja. Ich muss echt immer hin und her und hin und her. Wieso sind bei dem Boot nicht immer die Standfüße ausgefahren? Die kann man nicht einfahren. Auch beim Blauen sind sie auch eingefahren. Ah ne, da sind sie innen. So, cool. Mach keinen Scheiß, gell? Na, leichter gesagt als getan. Nein! Ich hab grad das Jetpack ausgemacht. Das ist schlecht. Jetzt muss ich erstmal. Alter, ist das schwierig, dieses Schiff überhaupt dahin zu kriegen. Jetzt brauche ich wieder Herstellungskomponenten. Und was brauche ich noch? Stahlrohre. Ah, man kann es auch einfach auf dem Pfeiltasten drehen und mit der Maus. Das ist gut. Herstellungskomponenten. Eine Logistik hier. Das ist wie schwierig es ist, dieses scheiß Schiff zu steuern. Wie gesagt, mach keinen Scheiß. Es täuscht nee. Manchmal, wo dein Schiff gerade ist. Hat man ja vorhin gemerkt. Ja, jetzt post nicht so rum. War doch schön aus. Motor und Panzerglas. Aber das wird so geil, wenn wir. Oh nein. Wenn wir da so ein riesiges Teil einfach haben. Das Problem ist halt, im Creative baut sich's dann doch ein bisschen leichter als. Ach, schwör. Ja.
Nehmen wir es mal leicht und gehen wir so. Wo sind jetzt gerade die Herstellungskomponenten hin? Einer ist noch da. Alter, ist das schwierig. Ich glaube, wir haben gerade ein bisschen. Ah, ne, da. Okay. Gib du mir mal Feinjustierung, Alter. Okay, ja, ne, so passt es eigentlich schon. Ich brauch es ja erstmal nicht länger oder nicht näher oder so. Okay, das passt so schon. In the means, ne? Ich brauch das jetzt einfach nur, damit ich so ein bisschen näher schon dran habe. Aber schön habe ich eingefangen. Richtig toll. Ich kann's halt, gell? Alter, wie lang geht die Folge eigentlich schon? Zu lang. Ja, das ist mir bewusst. Nee, ist doch geil. Alter, das ist ja perfekt eingepackt. Ohne jetzt übertreiben zu wollen. Perfekt. Wow, ich habe ein Panzerglas. Ah, da habe ich noch 59. Ja, Junge, soll man Cut machen, ne? Deine Mutti macht einen Cut. Dein Penis. Ja, kick mich weg. Los. Nee, sag. Weil. Der ja, kann man schon machen. Okay. Dann hätte ich gesagt, machen wir an der Stelle einen Cut. Cut, 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 Cut. Cut, yes, Cut, yes, yes, yes. Ich oh Gott. Aber ein Cut. Ja, und ich brauche wieder Stahlträger. Okay, Stahlplatten. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ja. Also. Ich dich eh. Vielen Dank fürs Anschauen. Ja, bitte. Wer gefallen hat, lasst einen Daumen da oder Abo oder sonst was. Warte, warte, Daumen, Daumen, Daumen. Ja, ja, komm, das schaffst du. Komm, komm, komm. Deine Hand sieht irgendwie verkrüppelt aus. Meine Hand ist verkrüppelt. Alter. Ja, egal. Es passiert einfach nichts. Ja. Ja. Nee. Also, wie wollen wir stehen? Ja, machen jetzt einen Cut. Ja. Also, ciao. Bis zur nächsten Folge.